Ein echter Bundesliga-Klassiker zwischen diesen beiden Mannschaften, RES Gewalsum und der IGR Remscheid. Die beiden Tabellennachbarn sollten sich beim heutigen Duell auf Augenhöhe begegnen. Beide Mannschaften spielten mutig nach vorne und das sollte sich hinterher auch im Spiel zeigen. Remscheid zu Beginn mit den besseren Chancen und stellt sich auch früh heraus, dass beide Teams mit einer großen Härte an das Spiel rangehen. Hier ein Foul von Remscheids Nummer 9, Marcel Wiegershaus. Direkt Aufregung auf der Walsumer Seite, dann müssen die Schiedsrichter schlichten. Und hier ein Foul gegen Robin Selbach, nicht geahndet. Walsumer mit dem Konter, doch gut abgefangen von Marc Schinkowski in der IGR-Abwehr. Und da zeigt sich nicht nur technische Mängel bei den Spielern, sondern auch in der Halle Beckersloh in Duisburg. Ein Bandenteil bricht heraus, das Spiel musste unterbrochen werden, damit sich kein Spieler verletzt, damit das Spiel gefahrlos fortgesetzt werden konnte. Die ersten beiden Teile sollten nicht passen, doch hinterher sollte das dritte Bandenstück passen. Und in dieser 10 Minuten Zwischenzeit holten sich die Spieler dann Anweisungen von ihren jeweiligen Trainern ab, konnten sich nach diesen gespielten 10 Minuten direkt kurz ausruhen und endlich passte die Bande. Es konnte danach gefahrlos weitergespielt werden, das Spiel wurde danach von den Unparteiischen wieder freigegeben. Und danach sollte das Spiel erst so richtig unterhaltsam werden. Der Körpereinsatz blieb hoch, doch nun sollten die Mannschaften endlich ihre Chancen nutzen können. Direkt in der 10. Minute über die linke Seite mit Yannick Peinke mit einem Vorhandschuss in den oberen Winkel. 1:0 für die IGR Remscheid. Nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt, da sie einfach mutiger und mit einem besseren stocktechnischen Ball nach vorn spielt. Und direkt 3 Minuten vor der Halbzeit, Yannick Peinke nutzt eine seiner vielen Möglichkeiten zum 2:0. Wieder ein Vorhandschuss, diesmal in die lange Ecke. Verdiente 2:0-Führung, wieder Doppeltorschütze Yannick Peinke. Und jetzt hieß es 3 Minuten vor der Halbzeit, die Führung noch zur Halbzeit zu bringen. Und hier sieht man eine klare Tätigkeit von einem Walsumer Spieler an Marcel Wiegershaus. Ein Schlag mit dem Stock aufs Handgelenk. Kapitän Markus Wilk und Torhüter Matusch regen sich da zurecht auf, beklagen sich darüber, über dieses lasche Durchgreifen der Schiedsrichter, dass es nur ein Teamfoul für Walsum gibt. Auch Marcel Wiegershaus konnte zum Glück mit einer leichten Verletzung weiterspielen. Und 58 Sekunden vor der Halbzeit verkürzt Kai Hövelmann auf 1:2 aus Walsumer Sicht. Da waren die Remscheider wohl schon mit den Köpfen in der Kabine beim Pausentee. Und diese 2:1-Führung, die hielt sich dann immerhin noch bis in der Halbzeit. In den Halbzeit 2 sollte auch der harte Gangart beider Teams fortgeführt werden. Hier ein rabiates Einsteigen gegen EGR-Stürmer Peinke bleibt ungeahndet. Ein Walsumer Konter darauf, spielt die rechte Seite. Und Philipp Kluge verkürzt nur eine Minute nach Wiederanpfiff auf 2:2. Das Spiel ist wieder offen. Unglücklich für die IGR, da sie mehr Spielanteile hatte. Und nach einem 10. Team vor Walsums tritt Yannick Peinke zum Direkten an. Versucht durch die Beine des Walsumer Torwarts, doch scheitert an Tobias Wahlen. Weiter 2:2. Und Walsum macht dann das 3:2, 6 Minuten vor Schluss, wieder durch Kai Hövelmann. In der Folge das Tor war verdient. Walsum hat es geschafft, die Chancen effektiver zu nutzen, besser nach vorne zu spielen. Nun blieb Remscheid noch knapp 6 Minuten, um das Spiel noch zu drehen. Und einen direkten Freistoß nach Remscheids 10. Teamfoul konnte der an diesem Nachmittag stark haltende Matthias Matusch parieren. Er hielt seine Mannschaft im Team, er hielt die Hoffnung auf 1 oder 3 Punkte. Und dann 2 Minuten vor Schluss die Remscheider in Überzahlsituation, 5:3. Max Richter hält einen nach einem Schuss von Marcel Wiegershaus den Schläger rein. Nicht mal eine Minute noch zu spielen. Und die IGR kommt zu einem verdienten 3:3 Ausgleich. Und nächste Woche kann es die IGR besser machen. 15:30 Uhr, Halle Hattenberg gegen den TuS Düsseldorf Nord.